Aufregung ist deshalb so groß, weil zum ersten Mal mit der Ankündigung von Präsident Obama, dass die USA-Seite sich darauf einlassen will, ein transatlantisches Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen und dem langjährigen Drängen der EU, ein solches Abkommen abzuschließen, etwas auf den Weg gebracht wurde, was sozusagen künftig das wirtschaftliche, handelspolitische, finanzpolitische Miteinander umgehen der USA und der EU befördern soll. Das heißt, wir haben die beiden gegenwärtig größten Märkte, die hier einen Freihandelsraum schaffen wollen. Das ist sozusagen der Hintergrund. Es geht um Finanzdienste, es geht um Dienstleistungen, es geht um Investitionen. Das wird sozusagen in Größenordnung von diesem beabsichtigten neuen Abkommen erfasst werden. Und dann sind damit sozusagen alle Wirtschaftsbereiche des Lebens, sowohl in der Europäischen Union wie in den USA, betroffen. Und eigentlich darüber hinaus, weil sind da Arbeitsplätze verbunden? Das heißt, es geht schon jede und jeden Einzelnen an, ob dieses Abkommen zustande kommt und vor allen Dingen aber zu welchen Bedingungen es zustande kommt, welche Kriterien dort einfließen, sind soziale Kriterien drin, sind ökologische Kriterien erfasst, sind Fragen unterschiedlicher kultureller Traditionen, von Patentschutz, von Regelung des geistigen Eigentums durch dieses Abkommen erfasst, ja oder nein? Natürlich kann es sein, dass das Projekt scheitert. Aus meiner Sicht haben wir aber hier erstmals die Situation, dass zwei zumindest vom ökonomischen Potenzial gleichwertige Partner sehr offensiv miteinander in Verhandlung treten wollen. Das ist auch der Hintergrund, warum es mit der Resolution des Europäischen Parlaments, die wir heute abgestimmt haben oder für die wir heute als Handelsausschuss die Grundlage gelegt haben und was im Mai dann abgestimmt werden wird, nochmal versuchen, auf die Mandatserteilung durch den Europäischen Rat im Juni beim europäischen Gipfel Einfluss nehmen wollen. Weil wir wollten schon sagen, in welche Richtung soll eine solche Verhandlung geführt werden. Und leider hat sozusagen die Freihandels große Koalition in diesem Haus aus konservativer Europäischer Volkspartei, Sozialisten, Demokraten, Liberaler Partei, Europäische Konservative und Reformer, die haben mehrheitlich gesagt, naja, lasst uns keine roten Linien einführen, lasst uns doch erstmal verhandeln. Und die Grünen, aber vor allen Dingen auch unsere Fraktionen, haben deutlich gemacht, nein, wir sollten nicht naiv reingehen. Es gibt genügend Beispiele in der Vergangenheit. NAFTA-Abkommen, USA, Kanada, Mexiko hat gezeigt, es hat zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen geführt. Wir haben eine sehr kritische Sicht dazu, aber ich glaube auch, wir sollten sehr gut aufgestellt sein, bereits jetzt deutlich zu machen, welche Forderungen erheben wir im Konkreten, im Sozialen, im Ökologischen, im demokratischen Mitbestimmungsprozedere, auch in Unternehmen, hinsichtlich der Kontrolle von Investitionspolitik etc., um zu sagen, das ist auch eine Verantwortung für eine Veränderung der Welthandelsstruktur.